Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Alles gut bei dir? Kann mich nicht beklagen. Ich weiß gar nicht, womit ich mein tolles Leben verdient habe. Sehr optimistisch. Freue mich riesig, später Tony zu sehen. Ehrlich ich gesagt, habe das Gefühl, heute wird ein schöner Tag. Bist du nicht auch? Wie läuft's? Oh, hallo. Mir geht's klasse. Und dir so? Aber die Kinder sind jetzt älter. Hm. Nächstes Jahr um die Zeit haben sie alle eigenen Jobs. Dito. Das höre ich gern. Ja, das Leben ist schön, was? Ich lege seit einer Weile Geld beiseite, damit mein Freund Tony und ich die besiedelten Systeme erkunden können. Wir kommen der Sache immer näher. Du siehst ziemlich kaputt aus. Ich kann wirklich? Naja, du hast schon recht. Ich bin erschöpft. Ich liebe meine Arbeit, aber sie ist anstrengend. Ich könnte wirklich einen Terracino von Terra Brew brauchen. Ich kann ihn holen, ist kein Problem. Wirklich? Das ist aber nett. Vielen, vielen Dank. Du willst New Atlantis verlassen? Warum? Tony und ich wollen mehr vom Universum sehen. Ich liebe meinen Job, aber es muss im Leben doch mehr geben, als sich in New Atlantis abzurackern. Was ist mit dir? Hast du schon Abenteuer erlebt? Ich arbeite mit der Constellation zusammen, um Artefakte zu finden. Ich bin zu Rio Genesis gegangen. Die Konzernwelt kann ziemlich mörderisch sein. Das reicht für ein ganzes Leben. Ich komme eigentlich nicht viel raus. Ich sag mal das. Das sagt mir überhaupt nichts, aber es klingt wirklich wichtig. Ich halte die Augen nach Artefakten offen, okay? Okay. Komm bald wieder. So, für sie machen wir später mal die Quest. Jetzt will ich erstmal ein paar Sachen verkaufen beim Raumhafen. Wir müssen ja ein bisschen Geld verdienen. Und Proviant, Dings hier loswerden. Ballast loswerden. Beziehungsweise wir können einen kleinen Zwischenstopp bei der Erde machen. Gucken, ob wir da vielleicht schon was bauen können. Also ich würde wirklich gerne jetzt zur Erde hingehen. Ich frage mich für die Leute, wenn die schlafen und so weiter hier. Gefällt mir, ob sie wohl der ursprünglichen Vision des Künstlers entspricht. Oder hat er das Design während der Arbeit abgeändert? Keine Ahnung. Aber hatte nicht Sarah das selber gesagt? Wir kennen die Nebenwirkungen von Grabsprüngen nicht. Vielleicht hat er wirklich eine Schlange gesehen. Hey, wenn du dich Haus Varun anschließen willst, nur zu. Ich sage nicht, dass die Schlange echt ist. Nur, dass er sie gesehen hat. Stimmt. Das könnte eine subjektive Wahrnehmung sein. Hab dein Schiff gesehen. Schick. Danke. Prächtig, dieses Sicherheitsspektakel in New Atlantis, nicht wahr? Könnte sein. Mach das. Alter, die pfeifen mir voll ins Ohr rein. Sehen die United Colonies ganz genau zu. Gott bewahre, dass ihnen etwas entgehen könnte. So, hier ist aber das Ding zum Verkaufen. Schiffseigentümer müssen sich um Parasiten auf ihren Schiffen kümmern. Ja, ich will jetzt erstmal aber verkaufen. So, Waffen haben wir hier. Noch eine Aeon. Achtung, du erhältst weniger als das Item. Der hat nichts. Wir wollen nämlich keine Terrormorphs sehen. Wieso hat er keine Items? Warte mal, dann gehen wir einmal hier schlafen. Ich glaube, 24 Stunden müssen wir schlafen dafür. Warum hat er kein... Warum hat er kein Geld? Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Kann ich auch bei denen hier irgendwo oder hier hinsetzen und 24 Stunden mal warten? So, warten. Das dauert jetzt halt ein bisschen. 24 lokale Stunden, 50 Stunden auf der Erde. Ist das dann eigentlich wirklich so, wenn man hier 24, also die 24 Stunden von Alpha Centauri
Sind die dann wirklich so 50 Stunden auf der Erde? Ist das irgendwie bewiesen? Kann man das nachsehen? Würde ich schon gerne wissen, also... Ja, also, finde ich auf jeden Fall auch eine gute Frage, weil... Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Weltraumforschung ist von der NASA und was weiß ich, wer noch alles da mit beteiligt ist. Oh, sorry, ich habe echt einen kratzigen Hals. So. Jetzt will ich gucken, hat der wieder... Jetzt hat er wieder Geld. Okay, jetzt kann ich dann verkaufen. So. Dann zweimal die. Die habe ich dreimal. Den wollte ich eigentlich auch behalten. So, die noch weg. Sidestar. Brauche ich eigentlich nicht. Den brauche ich auch nicht. Ich nutze keine Messer. Nee, verkaufe ich. Die verkaufe ich auch. So, das auch weg. Weltraumexperte Maxbot. Die behalte ich mal. So, Anzüge habe ich hier. Haus Varun, das Ding, kann weg. Kostet zu viel. Okay, kann ich nicht verkaufen. Aber das hier. Kann ich sonst noch was verkaufen? Irgendwas für 110? Hier, ja, das. Verkauf oder verkaufe 25 Enten. Graviplas Söldner. Den behalten wir. Den weg. So, sonst 50 hat er noch. Ressourcen, die brauchen wir alle noch. Sonstiges. Ah, okay, Drahtspule brauchen wir nicht. Ninas Präsentation. Na, behalten. Ne, brauchen wir ja nicht mehr. Was abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Nö, nö, alles gut. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zur Erde. Die kommt ja jetzt mit. Ist jetzt Teil meiner Crew hier? Also bleibt ihr dann im Schiff? So. Abheben. Sag auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, mal gucken, wie wir jetzt das mit dem Landeplatz machen. Aber ich glaube, dann können wir nicht direkt auf unsere Basis landen, sondern müssten schon... Orbit erreicht. Stabilisiere. Ja, kannst gern weiter stabilisieren. Ich will jetzt mal zur Erde. Soll da oben. Unsere Basis. So, wir gehen aber Erde Außenposten 1 erkundet Landeplatz. Wir gehen aber zum Landeplatz. Und vielleicht können wir wirklich der größere Landeplatz da dann hinsetzen. So. Da haben wir. Nee, das wollte ich nicht. Wieso sehe ich... Ist das unsere Basis? Wo hatten wir unsere Basis in dieser... Da. Da ist sie. Alejandra, kommst du mit? Ja. Die kriegt's hin.
können wir gleich sogar hier landen. Vorausgesetzt, wir kommen auch noch so schnell hier bis hierhin, bis dahin. Ich kann nicht schnell reisen? Ah, okay. Stimmt, weil wir immer noch überladen sind. Ist es schon. Wieso laufen wir eigentlich schräg? Wieso guckt er immer... Wieso muss er immer irgendwie nach links gucken und dann schräg laufen? Wir sind jetzt wieder in unserem Gebiet. So. Frachtcrew haben wir nichts momentan hier, aber egal. Baumodus. Außenposten Luftschleuse. Ich wollte jetzt erst einmal... Wo war denn das? Wir haben hier noch kein... Doch, wir haben hier einen Landeplatz. Wenn wir den hier jetzt löschen, können wir den hier noch nicht bauen. Da fehlt uns noch ein bisschen adaptiver Rahmen, Beryllium und Eisen. Ah, okay. Frachtlink Intersystem. Davon können wir drei bauen. Richte diese in zwei verschiedenen Außenposten und verbinde sie, um Güter zwischen ihnen zu fördern. Gegenstände im Ausgehendbehälter landen im Eingehendbehälter des anderen Außenpostens. Ermöglicht Systeme zu verbinden für Versorgungsmissionen erforderlich. Erfordert Helium. Okay, da fehlt mir aber noch ein bisschen was. Okay, dann bauen wir halt erstmal die Hütte. So. Wohnmodul Militär. Dafür brauchen wir Titan und Blei. Wohnmodul mit vier Wänden und hier mit doppelt. Da fehlt uns auch wieder Blei. Okay, dann fangen wir damit erstmal an. Oder warte, ein Korridor vielleicht? Hier Militär. Mir fehlt die Geduld, um etwas zu erschaffen. Es ist viel einfacher, Dinge zu zerstören und spaßiger. Ja, da glaube ich. So, was können wir noch machen? Okay, da haben wir genug. Was war das? Achso. Lager könnten wir auch machen. Transferbehälter. Ermöglicht das Verfahren von Ladung, während du dich an Bord deines Schiffs befindest. Ah, cool. So. Feststoffbehälter. Okay, für alles haben wir nicht genug adaptive Rahmen. Windturbine. Windturbinen generieren auf Planeten mit dichterer Atmosphäre mehr Energie. Kraftstoffgenerator. Könnten wir bauen. Braucht aber Helium. Und okay, sonst könnten wir Solarenergie machen. Okay, lassen wir erstmal. Warte. Könnten wir... Wo waren nochmal Möbel? Das wollte ich jetzt nicht.
Bleib mal in der Ego-Perspektive. Aber wir können jetzt hier rein. Und können hier dann vielleicht erstmal... Die bleibt da jetzt erstmal ein bisschen unterwegs, okay. Nee, das wollte ich nicht. So. Genau, dann machen wir hier eine industrielle Werkbank. Mal hier hin. Und eine Kochstation. Dann hat man hier zumindest ein bisschen was zu futtern. So, dann... Ah, okay, das kann ich auch noch machen. Tick-Geschütz-MK. Braucht aber Energie. Sanitär-Mini-Bot. Mhm. So. Ja, könnte man das schon mal machen. So. Was kann man noch machen? Also, ein Kühlschrank wäre vielleicht hier nicht schlecht. Ein bisschen Möbel könnten die gebrauchen, definitiv. Dekoration, nee. Ein Straßentrockner. Vorratskiste, okay. Ein Tischmonitor. Kaffeemaschine. Wenn die hier einen Tisch hätten jetzt. Ein Becken. Toilette. Ja, die werden erstmal damit klarkommen. Ich kann das nicht mehr bauen. Aber ein Waschbecken wenigstens. Toilettenpapier, Handtuchhalter. Pflanzgefäße. Topfpflanze, Hängepflanze, Wandteppich. Anzeigen. Scanbooster. Da fehlt mir jetzt Aluminium. Okay, dann machen wir das mal ein andermal. Können wir aber jemanden schon mal hier hinschicken. So, Crew. Lin. Habe ich keine? Kann ich hier... Also, ich kann hier noch niemanden hinschicken. Weil ich keine Crewstation habe. Okay. Schade. Finde ich wirklich schade. Wir müssen nicht die ganze Galaxie mit uns herumschleppen. Ey, das ist Wasser, hallo? Wir werden das wahrscheinlich noch ein bisschen ausbauen. Wo ist eigentlich unser... Da ist das. Kann ich den umplatzieren? Damit er nicht hier mitten... Okay. So. Umbenennen kann ich das Ding. Dann nennen wir es hier mal... Das, Necrom HQ. Würde ich sagen. So. Ah, ich kann den bewegen, tatsächlich. Würde ich ihn dahin... Würde ich ihn wirklich dahin packen wollen? So. Oder hier so einfach daneben? Kann ich den auch... Ja, ich kann den auch so ein bisschen bewegen, drehen. Okay. Das ist schon mal nice. Also... Ich müsste mal gucken, dass ich das irgendwie auch... anders baue hier oder so, auf jeden Fall da. Ja, ein bisschen haben wir zumindest hier gemacht. Jetzt brauchen wir nur eine Crewstation und müssen das hier auch regelmäßig mit Nahrung und sonstiges versorgen. Ich bin aber immer noch überladen. Aber ich kann auch alles auch hier bei mir auf den Dingens hier packen.
in mein Frachtlager vom Schiff. Kommen wenigstens hinterher. So, okay. Haben wir ein bisschen hier jetzt ausgebaut. Oh. Ich würde aber alle mit Namen gerne hier hinschicken wollen. Auf die Erde. Und alle, die irgendwie hier Logistiktechniker oder sowas heißen, die würde ich dann zu diesen anderen Stationen schicken, Außenposten. Ich frage mich wirklich, wie viele wir da eigentlich haben können, finden können in der Crew. Oder ob wir auch wirklich alle haben können. Aber das hier wäre mir wichtig, also die Erde, das wird hier wiederbeleben. So, hier gab es ja doch auch ein paar Skills. Im Bereich hier Außenpostenausbau. Hier für. Hier, Außenpostenverwaltung. Du kannst in Außenposten zusätzliche Frachtlings platzieren. Du kannst in Außenposten zusätzliche Roboter bauen. Du kannst in Außenposten zusätzliche Crewmitglieder zuweisen. Ah! Außenpostenextraktoren produzieren doppelt so schnell. Das ist geil. Gab es hier nicht noch irgendwie. Etwas, das man mehr machen könnte hier? Vielleicht. Nee, nicht hier. Dass man mehr bauen könnte. Außenpostentechnik. Du kannst verbesserte Außenpostenmodule bauen und in einem Forschungslabor zusätzliche Module erforschen. Ah, okay, das ist es nicht. Astrophysik? Nee. War denn das? Vielleicht hier unter Führung? Auch nicht. Diplomatie? Nee. Hä, wo könnte das denn sein? Also ich denke schon, dass es unter Sozial sein. Der Bau eines Außenpostens ist eine Herausforderung. Doch um einen Außenposten richtig zu verwalten, braucht es gewisse Fähigkeiten und spezielle Ausbildung. Statt hier vielleicht? Nicht Außenpostentechnik? Scannen, Astrodynamik, Botanik. Planetbesiedlung, da haben wir's. Du kannst Außenposten auf Planeten mit extremen Temperaturen bauen, extrem kalt und entfernen. Erhöht die maximale Anzahl von Außenposten um 4, hier dann um 8, um 12 und 16. Also ich könnte, wenn ich das richtig verstehe, kriegen wir hier 4 Stück. Und hier zu diesen 4 nochmal 8. Und dann zu diesen 8 nochmal 12. Und zu diesen 12 nochmal 16. Dass wir dann insgesamt 40 nochmal kriegen, die wir bauen können. Habe ich das richtig verstanden? Ich hoffe, dass das so ist. Dass wir dann 40 Außenposten haben können. So, wir porten uns aber jetzt gleich mal direkt da drinne zum Cockpit und steigen da auch einmal ganz kurz. Ich kann so nicht runter. Steigen dann einmal ganz kurz aus und packen alles mal in Spind, in Fracht. So, nochmal aufstehen.
bin schon ewig bei der Vanguard. Die Gesichter ändern sich, aber Bösewicht bleibt Bösewicht. Genau, urbaner Operator und Weltraumschurke. Dann hatten wir hier auch noch den okay, der andere war... Okay, dann wollte ich hier den nicht einlagern. So, Transfer. So, meine Sachen. Anzüge, die können weg. Waffen habe ich noch ein... Ne, hier habe ich... Ich habe 11 Waffen gerade. Habe ich so viele geherzt hier? So, das kann weg, das kann weg. Die und die? Da kann der auch weg, der kann auch dann verkauft werden. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Okay, Penicillin könnten wir noch gebrauchen. Die gewisse Buffs geben, brauchen wir nicht. So. Ressourcen können wir alle mal aufs Schiff packen. Wir tragen echt zu viel. Und sonstiges. Ah, stimmt, die müssen wir auch noch wegmachen. Und Solomons Karten. Nice, jetzt sind wir wieder gut geleert. Und abheben. Auf zu den Sternen. Ja, dann wollen wir tatsächlich jetzt mal zu Wladimir. Orbitalposition erreicht. Du kannst dich abschneiden. Ne, wir wollen los. Geht's jetzt los? Unsere winzige Blechbüchse voll fragiler Menschen wurde durch die Sterne geschleudert. Achtung, Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Warum ist dabei Antrieb 1 grün? Bei mir? Alles abgeschlossen. Viel Spaß in New Atlantis. Ja, ich wollte dahin zum Auge. Aber warum ist bei mir jetzt das eine da grün? Habe ich irgendwie einen Bonus? Bei Antrieb habe ich wirklich eins grün gerade. Station LO-868. Brauchst du das Auge? Ja. Lass dein Ping laut klingeln. Das Auge wartet schon auf dich. So. Wer ist denn das da? Ah, Longsword, okay. Und das? Longsword 2? Aber okay, wir wollen jetzt hier andocken, jetzt! Boah, das war knapp. Fast wären wir dagegen geflogen. Ihr Vlad wird sich freuen. So, einsteigen. Sehen wir mal, wie es Wladimir geht. Ja, deswegen habe ich dich ja mitgenommen. Können wir Wladimir auch mitnehmen? So. Boah, ich würde mich freuen, wenn wir die komplette Constellation noch irgendwo mitnehmen können. Wladimir. Da die Artefakte in der pechschwarzen See nun kein bloßer Schaum der Hoffnung mehr sind, habe ich ein Muster entdeckt. Die Graf-Anomalie von einem der Artefakte? Passt zu einer anderen, größeren auf einem Planeten. So gefällt mir das. Zeig mir die Richtung. Das ergibt keinen Sinn. Die Artefakte sind alle gleich groß. Wie konnten wir das übersehen? Das hier war eine Weile auf meiner Liste möglicher Artefaktstätten. Aber es hat nicht ganz gepasst.
Da wir jetzt mehr Artefakte besitzen, sind die Ähnlichkeiten eindeutig. Hm? Okay, zeig mir die Richtung. Ich übertrage die Daten. Aber bitte sei vorsichtig. Wir wissen nicht, worum es sich handelt oder warum es so groß ist. Ich grenze die Markierung ein, so gut es geht. Doch es gibt Interferenzen. Du musst das Gebiet also zu Fuß erkunden. Setz deinen Scanner ein. Keine Ahnung, was da ist. Halte die Augen offen. Na, der Anomalie landen, mein Scanner verwenden, alles klar. Etwas so Großes sollte eigentlich leicht zu finden sein. Ich muss also den gesamten Planeten absuchen? Nein, du musst einfach dem Scanner zum richtigen Ziel folgen. Könnte eine Weile dauern. Aber so ist das nun mal mit der Forschung. Okay, na, der Anomalie landen. Drück das Glück und vielleicht findest du dann auch die Quelle. So. Und wie geht's dir, Andrea? Etwas? Darf ich dich mal was Persönliches fragen? Du musst mich nicht fragen, ob du fragen darfst. Frag einfach. Ja, stimmt. Ich habe auch dieses Problem. Ich frage immer, ob ich fragen darf. Welchen Ort in den besiedelten Systemen magst du am liebsten? Du findest das vielleicht absurd, aber... Die Loge. Ich war noch nie zuvor von solch erstaunlichen Menschen umgeben. Anwesende eingeschlossen. Es gab schon lange keinen Ort mehr, der sich für mich wie ein Zuhause hätte anfühlen können. Es gibt unzählige Welten da draußen. Doch dieses Gefühl ist selten und wertvoll. Hattest du je den Wunsch, Captain auf deinem eigenen Schiff zu sein? Wenn es nötig war, habe ich das durchaus schon getan. Doch ich bin nicht die beste Pilotin und setze meine Fähigkeiten lieber ein, wo es am sinnvollsten ist. Zuletzt an deiner Seite. Und das scheint mir recht gut zu funktionieren. Und was machst du so in deiner Freizeit? Das kann ich nicht beantworten. Ich war jahrelang nur darauf bedacht, unter extremen Umständen zu überleben. Freizeit hatte ich kaum. Und ich habe mich wohl darauf konditioniert, nicht darüber nachzudenken. Kampftraining macht mir durchaus Spaß. Doch das ist wohl kaum die Antwort, die du suchst. Du hast mir etwas zum Nachdenken gegeben. Vielen Dank. Okay, das war's dann fürs Erste. Also gut. Gut, dann auf bald. Ja. Ich mag irgendwie Sarah mehr, sagen wir so. Aber Andrea ist ja auch ganz nett. So, einsteigen. Dann suchen wir mal das nächste Artefakt. Ein Abenteuer abschließen und dann davonfliegen. Ich mag das Gefühl. Da war ich jetzt runtergefallen. Super. War jetzt nicht der Plan. Aber komm, den Artefakt machen wir jetzt noch. Und dann will ich mal gucken, ob wir vielleicht auch mal andere Quests machen. Aber hin und wieder mal ein bisschen was für die Hauptquest. Wahrscheinlich gibt es da auch dann irgendwann einen Bossgegner oder sowas. So, abdocken. Wie aus dem Leben. Jo, alles klar. So, haben wir das? Ja, wir haben eine aktive Quest gerade. So. Procyon A. Wo ist Procyon A? Habe ich es überhaupt richtig ausgesprochen? Guck dir das an. Ein komplett neuer Satz Sterne. Warte mal, wo bin ich? Jetzt, das will ich wissen. Eine blaue Sonne? Ist alles hier in der Ecke? Wann kommen wir mal nach da hinten? Wir machen jetzt bisher nur die alle hier um die Ecke sind. Den Kleinen wollten wir auch nochmal besuchen. Van Manesens Stern. Leutens Stern. The Pub. Delta Parvonis.
und Eridani. Dann haben wir hier noch Altair. Genau, Altair müssen wir auch noch besuchen. So, direkt auf dem Planeten hier. Da. Scanner-Anomalie. Landen wir mal. Also ich bin da jetzt neugierig. Bereit zur Landung. Vor allem, es sind schon sehr viele Artefakte. Das ist ja jetzt der sechste, den wir suchen. Und wir haben noch nicht einmal unsere Dart-Gegend, sagen wir mal so, verlassen. Öffne den Handscanner und suche nach Verzerrungen in deinem Sichtfeld. Folge den Verzerrungen zur Quelle. Verzerrungen? Hier gibt es zumindest Fluor. Okay, das ist da hinten irgendwo. Hier fangen die Verzerrungen an. Also da lang. Scanner-Anomalie. Okay, das ist... Kommt das jetzt dann so vor, dass wir dann wirklich so gezielt suchen müssen? Hoffentlich stören die niedrigen Temperaturen unsere Elektronik nicht. Ah, ich habe vergessen, sie ist ja immer noch mit uns dabei. Sumpfkraut! Ey, geil! Hier gibt's Sumpfkraut! Wir müssen hier Sumpfkraut anbauen. Warte mal, wie heißt der Planet? Wo wir sind? Das ist Procyon 3. Ich schreibe mir das mal auf. Procyon 3, wir müssen hier Sumpfkraut anbauen. Procyon 3. Procyon 3? Ja, nice. Alle, die auch Gothic kennen, wir werden hier sehr vielen grünen Novizen und schwarzen Weiser anbauen. Also produzieren. Ich glaube, ich sehe schon wohin. Ich glaube, ich weiß schon. Aber geil, dass hier Sumpfkraut gibt's. Das ist ein Graser, okay. Die tun uns nichts. Okay, noch tun sie uns nichts, wirklich. Boah, da warte mal. Wenn es hier Sumpfkraut gibt, ich kann doch dann auch gleich direkt irgendwo... Da sieht man das schon richtig krass. Was da? Fauliger Stinkwurz? Da haben wir wieder Sumpfkraut. Okay, wir sind schon da. Tempel Äther. Warte, ich will mir das mal richtig ansehen. Oh. Wir werden hier definitiv Sumpfkraut anbauen. Und dann jede Menge schwarze Novizen, grüne Novize, schwarze Weiser und so weiter anbauen. Ich finde das heftig, aber hier, dass die Dinger schweben.
Bewegt er sich? Der bewegt sich langsam, okay. Das war ein ziemlicher Sprung. Ja, aber mir geht's gut. Das war, okay, das Wasser ist nicht giftig. Doch. Ich kann hier nichts noch nicht anbauen, okay. Irgendwo bin ich gegengestoßen. Da haben wir noch so einen. Und, okay, der sagt, wir müssen da lang. Ah, aber hier ist minus 10 Grad immer. Okay. Was haben wir da? Wieder Sumpfkraut. Ei, kalt, 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 kalt. Und sehr viel Fluor ist hier. Eine Moorblüte. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Wo ist denn der Eingang? Da. Gehe ich mal von aus. Ich sehe nichts. Wieso muss es jetzt auch gerade dunkel werden? Ist das hier überhaupt der Eingang? Nee, so weit hoch komme ich nicht. Vielleicht muss ich wirklich oben drauf. Ich weiß es nicht, also ob ich wirklich nach oben muss hier. Der sagt mir, ich muss hier nach unten. Autsch, das hat wehgetan. Und jetzt? Von hier kam ich doch. Andere Seite? Nein. Ich gehe mal davon aus, dass wir auf die andere Seite müssen. Wo ist denn die Wegmarkierung? Ah, hier! Okay, es öffnet sich. Und leuchtet immer mehr. Wie bist du da reingekommen? Andrea, erklär mir Sachen. Tempel Äther. Was? Ich werde hier eingesaugt. Ne, ich kann hier schweben. Drücke Y, um nach oben und B, um nach oben zu schweben. Diese Ringe, bewegen die sich? Die reagieren doch auf uns. Jo, wie cool ist das denn? Ich glaube, hier wird der komplette... Die komplette Galaxie gezeigt? Sind das alles Sterne? Was muss ich machen genau damit?
Muss ich in die Mitte? Muss ich hier hin? Tempel Eta öffnen. Okay, das hat nur wieder nach draußen geführt. Also ich muss da schon drinne sein. Komm, lass mich rein. Ich fand das jetzt wirklich interessant, also... Was muss ich denn damit machen? Das sind schon mal drei solcher Dinger. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die so steuern muss. Ja. Was muss ich damit machen? Muss ich damit überhaupt was machen? Kann. Was passiert denn da? Das hat nächste. Ich glaube, ich muss den Dingern folgen. So, da ist das nächste wieder. Die werden immer schneller. Okay, was passiert da? Ich verstehe jetzt nicht, was ich genau hier mache, warum ich das mache. Da. Nee, da. Drehen sich wirklich mal schneller. Da ist der nächste. Was? Das eskaliert gerade wirklich. Ich habe aber keine Ahnung, was ich jetzt hier genau mache. Nur, dass diese eine Musik immer aktiver wird. Immer lauter. Ich weiß nicht mal mehr, ob ihr mich jetzt überhaupt noch verstehen könnt. So, und da oben. Wie viel muss ich noch machen? Muss ich da jetzt rein? Okay.
Ich verstehe jetzt aber echt nicht, was ich machen muss. Ich folge diesen Lichtern und es wird immer schneller. Nächste. Ja, wo ist es hin? Wo ist es? Ah, es fängt immer wieder von vorne an. Ich muss in einem Tempo. Ich muss wissen, wo das hingeht mit dem. Der erste ist hier, dann da hinten. Meine Ego-Perspektive. So, wo ist es? Ich verstehe oft nicht, wo das immer hingeht. Hier war der erste. Ja, okay, jetzt hat es wieder von vorne angefangen. Jetzt das nächste und dann wieder da. Und dann wieder da. Und dann da vorne. Und wieder da hinten. Ich raff das gerade nicht. Wo ist es hin? Da. Schnell, schnell, schnell. Wo sind wir hin? Da. Nein. Okay. Und jetzt? Was ist denn damit? Bin ich jetzt da, kann ich da durch?
Was? Antigravitationsfeld? Ins Unbekannte. Kehre zur Loge. Gut? Wir müssen dich zur Loge zurückkriegen. Was ist gerade passiert? Was? Um deine Kraft auszurüsten. Was? Kraft? Wähle den Bereich oben aus, um deine Kräfte zu... Um auch deine Kräfte zu... Kräfte? Was? Antigravitationsfeld? Erzeuge in einem begrenzten Bereich ein Feld mit sehr niedriger Schwerkraft und werde Zeuge der Wartenkraft des Planeten. Kosten 45 Energie, Gesamt 60 Energie. Kraftnamen umschalten. Unentdeckte Tempel 7. Was? Drücke LB und RB, um deine Kraft zu benutzen. Deine Fähigkeiten sind erstaunlich. Was zu... Ah, hallo. Bis zum nächsten Mal. Okay, die sagt gar nichts dazu. Was? Okay, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Vorne ist irgendwas, das uns angreifen will. Herr der Korallkriecher. Das hier ist ein Korallkriecher? Ach, die sind schon tot. Warum sind die tot? Von denen. Okay, das ist ein Stalker. Okay. Oktomane. So, da haben wir wieder Sumpfkraut. Nice. Autsch. Was greift mich an? Vergiftung habe ich jetzt. Ich wollte doch nur ein bisschen Sumpfkraut haben. Haben die mich einfach mal vergiftet? Egal, wir kommen ja eh jetzt schnell in unser Schiff. So, verbrauche 20 mal allen verfügbaren Sau. Ah, haben wir schon geschafft. Okay. Aber das mit den Kräften, das will ich jetzt herausfinden. Also, aber das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge herausfinden. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und ich bin auch gespannt auf die nächste Folge. Ciao.